Servus und willkommen bei DKK Pictures und einem kleinen Rundgang durch den Münchner Stadtteil Laim. Schauen wir dazu mal kurz auf die Karte. Laim liegt im westlichen Teil von München und hat eine Fläche von rund 5,3 Quadratkilometern. Ursprünglich eine eigenständige Ortschaft, welche zwischen 1047 und 1053 erstmals urkundlich erwähnt wurde und ist damit rund 100 Jahre älter als die Stadt München selbst. Laim wurde dann im Jahre 1900 eingemeindet und damit ein Teil von München. Der Stadtteil liegt bereits seit 1841 an der Eisenbahnstrecke München-Augsburg, jedoch wurde erst im Jahre 1892 hier ein Rangierbahnhof eingeweiht, was dazu führte, dass Laim sehr schnell deutlich mehr Einwohner bekommen hat, denn im Jahre 1890 lebten hier nur etwa 290 Menschen. In Laim gibt es kaum Industrie. Grob 66% sind Wohnflächen inklusive Gärten, in etwa 28% gehen für Straßen und Gleise drauf, 5,5% sind Erholungsflächen und nur 0,1% wird für Betriebsfläche genutzt. Insgesamt leben hier mittlerweile, Stand Juni 2022, in etwa 56.781 Menschen. Thank you.
Zwar ist Leim in erster Linie ein Wohnviertel, doch laufen hier einige der Hauptverkehrsadern von München lang. Das wären die Landsberger Straße, die Fürstenrieder Straße und die Autobahn A96. Leim liegt außerdem an der S-Bahn-Stammstrecke mit den Haltestellen Bahnhof Leim und der Haltestelle Hirschgarten. Außerdem gibt es hier mit drei Bahnhöfen noch die U-Bahn-Linien 4 und 5. Die Trambahn-Linien 9, 10 und 18 haben hier mehrere Haltestellen und insgesamt fahren hier noch 8 Buslinien durch den Stadtteil. Der Name Leim leitet sich von Lehm ab, da hier Lehmböden gefunden wurden. Jedoch waren die Lehmvorkommen hier deutlich geringer als in einem anderen Stadtteil Münchens, namentlich Berg am Leim. Die meisten Einkaufsmöglichkeiten in Leim befinden sich in der Fürstenrieder Straße. Von Geschäften des alltäglichen Bedarfs über Bekleidungsgeschäfte, Dienstleister hin zu Restaurants und Imbissbuden. Thank you.
Wohnungstechnisch gibt es in Leim so ziemlich jede Option. Von groß angelegten Wohnquartieren wie der Agnes-Bernauer Straße hin zu Reihenhäusern, kleineren Siedlungen mit vorwiegend Einfamilienhäusern und auch das ein oder andere für Münchner Verhältnisse höhere Wohngebäude.
Entlang der Landsberger Straße befinden sich die meisten Unternehmen in Leim. Insbesondere Bürogebäude, aber auch ein paar Autohändler sowie Werkstätten sind hier zu finden. Bis auf die S7 und die S20 halten sämtliche S-Bahnen am Bahnhof Leim. Diese wird aktuell umgebaut. Das Ganze findet unter anderem im Zuge der Bauarbeiten an der zweiten Stammstrecke statt, welche in Leim aus westlicher Sicht starten wird und am Leuchtenbergring weiter östlich dann enden soll. Thank you.
Vielen Dank fürs Ansehen. Falls es dir gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen rauf da. Und wenn noch nicht geschehen, auch ein Abo. Kostet ja nichts. Und dann bis zum nächsten Video.